Hallo, Glück auf und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe in den letzten Videos mal so geteasert, dass ich hier noch ein paar Modifikationen und Umbauten an unserem Wohnmobil machen möchte. Wir fangen heute damit an und wir fangen klein an. Und zwar mit einem, ja, mit einer lebensrettenden Maßnahme vielleicht. Triggersalarm von Linnepe. So, den baue ich heute hier ein und das zeige ich euch. Und ja, wie funktioniert er, wo kommt er hin und so ein paar Besonderheiten vielleicht, wo man darauf achten sollte beim Einbau. So, jetzt geht's los. Bleibt dabei, wird spannend. Grundsätzlich kann das nicht schwierig sein, den einzubauen. Es ist ein kompaktes Gerät, hat zwei Kabel dran. Plus, minus. Und da gibt es dann noch ein paar Klebepads und einen Aufkleber, dass ihr hier so einen Triggersalarm verbaut habt. Die könnt ihr euch an eine Tür machen. Oder Fenster oder weglassen. So, wenn ihr mal einen Blick in die Betriebsanleitung geworfen habt oder Installation, dann kann man erkennen, da steht ganz klar, wo der Triggersalarm verbaut werden soll. Und dass er nicht an der Decke soll, dass er nicht direkt auf dem Boden montiert werden soll, sondern 10 cm vom Boden weg. Ist klar oder ist einfach erklärt, der Triggersalarm, der kann Gas detektieren, der schnüffelt sich hier so durch den Raum und er erkennt Butan, Propan, LPG, K.O.-Gase und Narkosegase. So, und da die schwerer sind als Luft, sinken die ja ab. Also muss der Kollege hier nach unten. Und dann sucht ihr euch eine schöne Stelle aus. Dabei sei noch gesagt, dass irgendwo in der Nähe im Idealfall eine 12-Volt-Leitung liegen sollte, eine 12-Volt Bordnetz, also das, was von eurer Aufbaubatterie Strom erzeugt, also von der Aufbaubatterie, da müsst ihr irgendwie dran. Ich habe mir eine Stelle ausgesucht, wo er hin soll, und da bauen wir ihn jetzt auch ein. Also in unserem Falle kommt er zwischen Heizung und Kleiderschrank und beim Bohren natürlich darauf achten, dass dahinter keine Kabel liegen oder Leitungen oder sonst irgendwas, was böse enden könnte. So, Kabel ist verlegt oder durchgelegt. In meinem Falle aber ist es jetzt vielleicht ein bisschen einfacher. Ich habe direkt darüber so eine 12-Volt Steckdose, die wird vom Bordnetz gespeist und da versuche ich jetzt mal dran zu kommen. Kabel verlegen heißt das also. Unauffällig verlegen. Kleiner Hinweis noch, das Kabel könnt ihr verlängern, aber bitte nicht länger insgesamt als 3 Meter. So, das Ding ist hier ungefähr 1 Meter lang, 1,20 vielleicht. Also habt ihr noch ein bisschen Luft nach oben. Ich brauche auch eine kleine Verlängerung. Machen wir. Tüdelkram. Da meint es aber euer Mobil gut mit mir. Ja,
dahinter aus. Einfach Holzleisten angeklebt. Oh gut. Aber helle, ne? So, elektrische Leitung steht. Sieht so aus. Kann man das sehen? Bin mir nicht sicher. Da. Habe ich jetzt ganz normal mit zwei Kabelschuhen am Plus und Minus von dem Zigarettenanzünder angeklemmt. Und wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe, sollte es funktionieren. Wir schauen mal, okay? Erst noch die Klebepads dran machen. So, sieht dann so aus. Bei der Verkabelei ist noch drauf zu achten, 12 Volt Bordnetzspannung, habe ich ja gesagt. Aber bitte, so steht zumindest in der Bedienungsanleitung, kein Netzwerk, kein Netzstecker irgendwie anlöten oder sowas oder benutzen. Das kann Fehlalarme auslösen. Oder wollen wir nicht? Nee. Ich starte jetzt mal. Gucken, was passiert. Okay, er blinkt grün. Machen wir mal die einzelnen Betriebsmodis. Was sagt die Bedienungsanleitung? Wenn er blinkt, detektiert er gerade die Umgebungsluft und die Temperatur. Ja, er ist fertig. Wenn er dauerhaft grün leuchtet, ist er betriebsbereit, so wie jetzt. Jetzt ist er betriebsbereit. Dann kann ich nochmal die Betriebsfarbe hier, dieses Grün, dimmen, wenn einem das abends zu hell ist oder so. Einmal draufdrücken. Dann ist es deutlich dunkler. Ja, prima. So, jetzt simulieren wir mal den Fall der Fälle. Jetzt simulieren wir das mal mit Gas. Wir schauen einfach mal, was er macht. Okay. Wenn sie die Gaskonzentration nicht abnimmt, dann geht er gleich in den Hauptalarm. Das hat wunderbar funktioniert, offensichtlich. Also Lautstärke ist auch reicht, um wach zu werden. Wach werden. Die Betriebsanleitung sagt jetzt auch noch aus, dass eine Dauernutzung nicht von Vorteil wäre, weil tagsüber sollte das Triggeralarm aus sein. Die würden sonst Fehlalarme initiieren. Am Tag wird ja auch gekocht, im Idealfall.
Haarspray, Deospray, Parfüme, keine Ahnung. Und darauf würde er dann auch reagieren und Fehlalarm. Deswegen tagsüber auslassen, nachts anmachen, ruhig und in Ruhe schlafen, alarmgeschützt und morgens nach dem Aufwachen wieder ausmachen. Ja, ich würde sagen, das war es soweit für den Einbau. Alles easy, alles einfach. Wie es geht, habt ihr gesehen. Eine Kleinigkeit habe ich noch vergessen. Und zwar, da gibt es noch einen externen Sensor. Den kann man da an dem Hauptgerät unten anklöppeln. Und da ist ein längeres Kabel dran. Das kann man dann bis nach oben führen, um da eine Detektion noch zu erreichen von flüchtigen Gasen oder dergleichen. Ich denke, für einen schmalen Taler kann man sich mal so ein bisschen, ja, Sicherheit, vielleicht auch ein gutes Gefühl kaufen. Wir haben es gekauft auf der Messe Essen für roundabout 70 Euro, glaube ich, war es. Und ja, ich denke, es macht schon Sinn, sich so ein Teilchen mal einzubauen. Man weiß ja nie, ob irgendwo mal eine undichte Stelle ist. Und von daher würde ich sagen, ist es gut. Wir haben jetzt einen und ich will hoffen, dass es niemals angeht. Und dann wäre ich auch schon zufrieden. Ein ganz herzliches Dankeschön geht noch an den Herrn Hirsch. Das ist die Geschäftsleitung von Linnepe. Den habe ich angefragt per E-Mail mehrmals und regen Kontakt gehabt. Richtig geiler Support. Danke dafür. Ja, wenn noch Fragen sind, einfach rein in die Kommentare. Ich schau mal, vielleicht kann ich die ja beantworten. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen aufräumen, mich fahrbereit machen. Ich muss am Wochenende los und noch den Käffchen austrinken. Und dann haben wir es, denke ich. Ich wünsche euch viel Spaß beim Einbau einer solchen Trigas Alarmanlage und ja, bedanke mich fürs Zuschauen, bleibt sauber, macht's gut, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.